Hallo, liebe Grundschullehrer. Ich fühle mit euch, obwohl ich kein Lehrer bin, wenn ihr Zeugnisse schreiben müsst. Ich weiß, dass ihr die in der Grundschule oft in Textform schreiben müsst. Und das ist ziemlich anstrengend im Vergleich zu Notenzeugnissen. Ja, aber wem sage ich das? Ich möchte euch aber trotzdem natürlich eine Hilfestellung bieten. Und zwar bin ich über das Programm Phrase Express gestolpert. Zugegeben, das kostet zwar Geld für die professionelle Nutzung, wie ihr sie hier habt, also für eine Nutzung, wo man Geld mitverdient, aber die spart euch unheimlich viel Zeit. Wenn man da mal den Stundenlohn gegenrechnet, lohnt sich das, denke ich mal. Was will ich mit euch heute machen? Ich zeige euch jetzt das Endresultat am Anfang und dann gehen wir nach dem Intro die einzelnen Schritte durch, wie ich zu diesem Endresultat gekommen bin. Ich habe hier beispielhaft zwei Fächer, nämlich Englisch und Deutsch, und für diese Fächer habe ich eine ganze Menge Floskeln. Diese Floskeln, die findet man zum Beispiel im Internet, also da müsst ihr euch jetzt hier nicht extra drum kümmern. Und ich werde dafür sorgen, dass das Zeugnis dann automatisch für einen Schüler zusammengebaut wird. Wie sieht das dann aus am Ende, wenn wir mit dem Video fertig sind? Ich gehe hier in mein Textverarbeitungsprogramm und drücke auf der Tastatur eine eingestellte Tastenkombination. Dann bekomme ich ein Formular, wo ich einfach den Namen des Kindes eintragen kann, in dem Fall zum Beispiel Max, und ich kann ein Geschlecht auswählen. Das Geschlecht brauchen wir dann für die korrekte Anrede. Jetzt habe ich für jedes Fach hier, also ich habe ja nur zwei Fächer jetzt als Beispiel mal genommen, einen Satz, den ich einfügen kann. Dem Satz habe ich die Note vorangestellt. Das hat den Vorteil, dass ich jetzt direkt auf der Tastatur zum Beispiel 5 drücken kann, mal hier drauf gehen, oder 4 oder 3 oder so, was er halt als Note bekommen könnte, und bekomme dann direkt hier angezeigt, was es für die Note 3 an Sätzen gibt. Kann hier so ein bisschen durchscrollen und wähle dann einen aus. Zum Beispiel hier, der fängt mit dem Vornamen an, bei dem Englischen nehme ich er oder sie und den dritten lasse ich leer, da brauche ich vielleicht gar nicht so viel Beschreibung. In Deutsch mache ich das gleiche, auch hier wieder was auswählen. So wähle ich das Ganze aus und habe mir jetzt quasi ein Zeugnis zusammengeklickt. Natürlich kann man das hier um weitere Fächer problemlos erweitern, das ist wie gesagt nur das Beispiel. Ich drücke auf OK und was passiert? Ich bekomme den fertigen Zeugnistext. Der Name wird korrekt eingesetzt. Und ich bekomme hier auch die Anrede, nämlich er zum Beispiel, korrekt. Am Ende bleibt dir jetzt als Lehrerin oder Lehrer nur noch hier die korrekte Formatierung natürlich einzustellen. Klar, das kann man jetzt nicht so schön automatisieren, aber man hat schon mal den Text, mit dem man arbeiten kann. Wie man zu diesem Ergebnis kommt, zeige ich dir nach dem Intro. Ich bin zwar selbst kein Lehrer, weiß aber aus persönlicher Erfahrung, dass es gerade für Grundschullehrer eine sehr zeitfressende Geschichte ist, Grundschulzeugnisse zu erstellen. Vor allem dann, wenn das nicht nur einfache Schulnoten sind, sondern wenn einfach Text geschrieben werden soll. Im Vorspann habt ihr ja gesehen, wo die Reise jetzt hingeht und was wir heute vorhaben. Dazu ist aber einiges an Vorarbeit nötig und was wir dazu genau tun müssen, das schauen wir uns jetzt Schritt für Schritt an. Wenn du manche Teile schon kennst und überspringen möchtest, dann schau auch gerne in die Videobeschreibung, ich habe Sprungmarken gesetzt. Es gibt im Internet verschiedene Quellen, manche kommerziell, manche kostenlos, die Textbausteine für Grundschulzeugnisse zur Verfügung stellen. Eine davon ist zum Beispiel die Seite von NRW. Das scheint das Kultusministerium von NRW zu sein und hier gibt es zum Beispiel im Excel-Format Textbausteine. Die habe ich mir runtergeladen und das ist hier so eine ZIP-Datei. Ich würde sagen, die entpacken wir einmal. Was mich jetzt hier interessiert, ist Textbausteine Beispiel 2020-1208. Wichtig zu sagen, für das, was wir hier vorhaben, brauchen wir Microsoft Excel installiert auf dem Computer. Eine Installation von Libre oder OpenOffice reicht leider nicht aus. Um das Zeugnis dann zu erstellen, benutze ich ja Phrase Express. Phrase Express gibt es in einer kostenlosen Version und kostenpflichtigen Version. Du bist ja Grundschullehrer oder Grundschullehrerin und benutzt das Programm kommerziell. Das heißt, du musst auf jeden Fall auf die kommerzielle Lizenz ausweichen. Ich gehe mal auf die Seite von Phrase Express und die Frage ist natürlich, welche der Editionen ist für dich die richtige? Es gibt die Standardversion, die Professional Version und die Enterprise Version. Wir werden Formulare benutzen. Das heißt, wir können nicht die Standardversion benutzen, wir brauchen tatsächlich die Professional-Version. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mal in die Videobeschreibung schaust, dort findest du einen Affiliate-Link von mir zum Hersteller und kannst dir darüber diese Version kaufen, dann verdiene ich ein bisschen was mit und werde hier für dieses Video entlohnt.
Gut, das hätten wir geklärt. Phrase Express kann man erstmal kostenlos runterladen und ausprobieren, sollte man dann aber zügig natürlich lizenzieren. Bei Phrase Express habe ich mir jetzt auch alle Textbausteine mal rausgelöscht. Die Textbausteine brauchen wir ja aus der Excel-Liste und wir schauen uns jetzt genau an, wie wir diese importieren. So, ich gehe wieder zurück, habe hier mein Textbaustein Beispiel. Das öffne ich mal in meiner Excel und da finde ich jetzt ganz Menge Textbausteine. Ich glaube, es sind über 2000 an der Zahl. Ich komme gar nicht mehr mit hier so richtig. So, 2400 haben wir hier. Genau, also 2412. Okay, dann wollen wir doch mal hier anfangen. Als allererstes kommt hier dieser gelbe Teil weg. Einfach Zellen löschen. Ich gehe jetzt nach einem bestimmten Schema vor. Ich erkläre jetzt aber nicht, warum ich das mache. Das wäre dann später klar, warum es sinnvoll ist, das zu tun. So, zum einen gehe ich mal hier beim Niveau rein, drücke einmal STRG F und dann bekomme ich diesen Suchen und Ersetzen Dialog. Bei diesen Niveaufeldern suche ich mal nach 0 und ersetze die einfach. Wir brauchen darin keine 0. Es gibt hier beim Niveau nur die Schulnoten 1 bis 6 oder 1 bis 5, glaube ich, in der Grundschule. Ich klicke hier auf Alle ersetzen und 2330 Stellen sind ja ungefähr die Anzahl der ganzen Zeilen, die wir hier haben. Von daher hat er genau das ersetzt, was er ersetzen soll. Jahrgang scheint mir hier erste Klasse zu bedeuten, E1. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Ich bin kein Lehrer, du bist Lehrer, du weißt das besser. Von daher müssen wir mal hier gucken, was wir hier alles haben. Und wir sehen, dass wir halt Schulnoten haben, wir haben hier Fächer und wir haben hier das Niveau. Ist natürlich viel zu viel, weil in der Regel hast du vielleicht ein oder zwei Klassenstufen und nur für die wird es ja interessant. Deshalb gehe ich mal hier oben drauf auf diese Kopfzeile, gehe hier auf Daten bei Excel und aktiviere den Filter. Das heißt, ich sage jetzt, ich will genau für nur ein Fach diese Liste haben, nämlich zum Beispiel für Deutsch. Und da bitte wirklich immer nur ein Fach nehmen. Wir können später noch mehr Fächer hinzunehmen, aber trotzdem hier immer eins nur nehmen. Also nur Deutsch und erster Jahrgang, sage ich mal, habe ich jetzt hier, also erste Klasse. Und damit ist das gefiltert. Die Niveaus filtern wir jetzt noch nicht, da kommt es dann später dazu. Was ich jetzt mache ist, ich kopiere alles, was der mir hier gefiltert hat. Dann bin ich nämlich bei deutlich weniger, ich glaube 103 Einträge jetzt. So, und das kopiere ich mal. STRG C, mit STRG N mache ich hier eine neue Tabelle auf und füge das Ganze ein. Jetzt haben wir die Vorbereitung für das Fach Deutsch komplett einmal in Excel gemacht. Ich gehe hier auf Datei und speichere mir jetzt diese Datei. Da wir aber natürlich mehrere Fächer haben, mache ich das jetzt auch noch für Englisch. Bei dir wird das vermutlich jetzt auch noch für andere Fächer anstehen. Aber ich zeige jetzt einfach nur zwei Fächer, um das Video jetzt nicht künstlich in die Länge zu ziehen. Einfach Englisch auswählen, habe ja schon den Jahrgang auf 1 gestellt, das passt. Also hier wieder alles markieren, was er jetzt ausgewählt hat. STRG C, STRG N für eine neue Tabelle, STRG V einfügen, STRG S für speichern, weitere Speicheroptionen. Wir gehen wieder in den Download-Ordner und dann haben wir hier Englisch Klasse 1 und speichern. Das machst du jetzt halt ganz schnell noch für alle Fächer, die für dich relevant sind. Und dann sind wir fertig, um in den Phrase Express zu wechseln. Bei dem Phrase Express muss man immer darauf achten, der hat hier unten immer sein Logo. Bei Windows kann man zum Glück über die Taskleisten-Einstellungen einstellen, dass die dauerhaft angezeigt werden sollen. Das geht hier bei Symbole für die Anzeige auf der Taskleiste. Hier einfach einschalten. Und dann bleibt er hier dauerhaft erhalten, denn wir müssen da jetzt die ganze Zeit hin und her wechseln. So, ich bin hier einmal drin und ich habe ja noch gar keine Textbausteine. Und ich würde sagen, dann machen wir doch mal einen neuen Ordner. Bestätige ich mit OK. Und der Ordner heißt jetzt hier natürlich Klasse 1. Und dann machen wir noch einen Ordner. Und der heißt Deutsch. Der heißt natürlich nicht, hier heißt der Deutsch. So, und hier nochmal wieder neuer Ordner. Klasse 1. Und der Ordner heißt Englisch. Und selbstverständlich für jede Excel-Liste bitte hier dran denken, dass es einen extra Ordner geben muss. So, jetzt gehe ich hier oben auf Import und genau dafür brauchen wir Microsoft Excel. Also ohne eine installierte Microsoft Excel kann ich hier keine Excel-Dateien importieren. So, ich bin jetzt auf welchem Ordner? Deutsch, also wähle ich Deutsch Klasse 1 aus und wähle hier den dritten Punkt, zeilenweise als separate Textbausteine importieren. Einmal OK
Und jetzt bekomme ich einen Auswahldialog, was genau hier welches Feld bedeutet. Das erste, was ich hier sehe, das würde ich mal als Autotext markieren. Das ist ein Kürzel, das kann ich jederzeit eingeben und dann wird der Textbaustein damit erweitert. Ja, der Textbaustein, der ist richtig, den hat er richtig erkannt, das bleibt so. Das Fach ist nichts. D ist keine Tastenkombination, deshalb hier auch nichts. Und jetzt ganz wichtig, das ist ja unsere Notenstufe hier, ne? Die 1 zum Beispiel. Da gehen wir hier runter. Ja, er zeigt jetzt nur eine Auswahl an, aber das ist ja unsere Note 1 zum Beispiel. Deshalb, Beschreibung ist hier völlig richtig. Dann gehe ich auf OK. Jetzt passiert das hier. So. Bevor ich jetzt hier das ändere, weil so können wir es natürlich nicht lassen, gehe ich aber mal in den Ordner Englisch rein. Und hier mache ich den gleichen Spaß für Englisch. Auch hier wieder auswählen, dass das unser Autotext ist, das ist tatsächlich unser Textbaustein, das ist nichts, das ist die Beschreibung und das ist auch nichts. Okay. Jetzt hat er hier immer so einen Unterordner angelegt. Ich markiere die mal alle hier, also zumindest hier für Englisch und schiebe die da oben rein. Okay. Und lösche jetzt den angelegten Ordner, der ist jetzt leer. Den kann ich entsprechend löschen. Das gleiche mache ich jetzt hier noch bei Deutsch. Das macht ihr entsprechend bitte alles für eure Fächer, die anstehen. Und dann löschen wir den auch noch raus, der ist leer. Und jetzt gehe ich hier oben auf den Überordner und jetzt machen wir was, damit wir hier eine vernünftige Benennung hinbekommen. Ich mache hier einen Rechtsklick drauf und sage Mengenbearbeitung und dann sage ich, die Beschreibung möchte ich bearbeiten und hier klicke ich auf Generieren. Das bedeutet, ich möchte jetzt die Beschreibung, also was jetzt hier nur aus den Noten besteht, möchte ich jetzt ändern. Dazu klicke ich auf Generieren und hier wähle ich dann aus, an Ende bestehender Inhalte anhängen. Was ist damit gemeint? Naja, die Beschreibung ist ja hier die 1, 2 und 3. Also die 1 ist entsprechend mein bestehender Inhalt. Und daran hänge ich jetzt den Text einfach an, also unseren, wie heißt das, Textbaustein-Inhalt. Also ich klicke mal hier drauf. Hier oben ist Textbaustein-Inhalt gewählt und das bedeutet eigentlich, dass er jetzt hier alle ergänzt. Ich klicke mal auf OK. Inklusive Unterordner sage ich, klar, soll für Englisch und für Deutsch passieren. Zack, ist passiert. Sehr schön. Sieht jetzt komisch aus, aber ich erkläre dir dann gleich noch, warum das absolut Sinn macht, das so zu tun. Es gibt bei diesem Programm unendlich viele Möglichkeiten, das zu machen. Ich habe mich jetzt für diesen Weg entschieden. Du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, falls du eine bessere Idee hast, das umzusetzen. So, jetzt möchtest du natürlich nicht für jeden Satz hier zum Beispiel den Vornamen ersetzen. Was machen wir also? Ich baue jetzt ein Formular zusammen, hier für meine Klasse 1. Ich mache hier einen Rechtsklick, sage Neu. Und neuer Textbaustein. Den nenne ich mal Formular. Und der hat erstmal gar keinen Inhalt. Wir müssen ja jetzt diese Variablen wie Vorname oder sowas mit Inhalt füllen. Deshalb gehe ich hier oben auf Anwendereingabe und wähle Formulareingabe aus. Und das wäre zum Beispiel der Vorname des Schülers. Das heißt, das nenne ich jetzt mal Vorname, kriegt auch die Beschriftung. Syntax muss jetzt nicht geprüft werden, kann man aber prüfen, aber gut, ihr seid erfahrene Lehrer, ihr wisst, dass eure Kinder Namen haben und der Vorgabe wäre jetzt einfach mal Max. Diese Ausgabe muss ich jetzt weiterverarbeiten und ich füge das hier hinzu und gehe ganz nach unten und nenne das hier Variableninhalt definieren. Die Variable heißt jetzt einfach Vorname. Die gab es jetzt bei mir schon, weil ich ja schon ein bisschen vorher mit rumgespielt habe, aber das kann man hier frei festlegen, einfach Vorname nennen. Im Umkehrschluss bedeutet das, sobald dieses Formular aufgerufen wird, kann ich hier den Vornamen eingeben und ich habe eine festgelegte Variable, die halt dann den Namen des Schülers enthält. Wie würde das in der Praxis aussehen? Ich nehme jetzt mal hier nur den ersten Satz und dann machen wir das für alle anderen Sätze. Hier möchte ich ja jetzt den Vornamen einsetzen. Das ist jetzt nur der Platzhalter, den wir aus der Excel importiert haben. Der hilft uns jetzt in dem Programm erstmal nichts. Deshalb gehen wir hier oben auf Programmierung und sagen hier Variableninhalt ausgeben. Name der Variable ist jetzt Vorname. Ich auf OK, lösche diesen Teil hier weg. Und jetzt würde das ersetzt werden, wenn die Variable halt gefüllt ist. Wie fülle ich die Variable? Indem ich es ins Formular eingebe. Wie komme ich an das Formular? Tja, das muss ich erstmal aufrufen und das kann ich zum Beispiel über eine Tastenkombination machen. Ich wähle mal eine aus. Ich nehme jetzt hier einfach mal
Steuerung Windows und L als Tastenkombination. Gehe einmal zum Beispiel in Textverarbeitungsprogramm wie Word. Drücke jetzt meine Tastenkombination und jetzt wird das Formular aufgerufen. Das hat ja aktuell nur das Feld Vorname. So, Useful Wit heißt mal unser Schüler. Dann klicke ich mal auf OK und jetzt haben wir die Variable gefüllt. Jetzt können wir anfangen, diese Sätze einzufügen. So, zum Beispiel habe ich jetzt hier einen stehen, der schon auch diese Variable abrufen kann. Wie füge ich den ein? Das würde mit diesem Autotext hier wiederum gehen. Also E11.01 und ein Hash davor. Probieren wir mal aus. E11.01. Hat jetzt funktioniert. Useful Wit versteht häufig gehörte einfache Aufforderungen und Erklärungen im Unterrichtsgeschehen und kann auch Hörtexte, Lieder und Reime mit bekanntem Wortschatz verstehen. Ist eine kleine Vereinfachung, hilft uns aber jetzt noch nicht wirklich, ein Zeugnis zu schreiben. Aber das Grundkonstrukt ist halt klar, wir können jetzt hier über eine Tastenkombination einmal einen Namen eingeben. Jetzt lasse ich mal Max zum Beispiel drinstehen und würde jetzt nochmal diese gleiche Geschichte hier aufrufen, nämlich E1101, also nochmal E11.01. Und jetzt ist es auf einmal Max. Also wir haben jetzt den gleichen Satz und die Variable ist einfach anders befüllt worden. Gut, das macht ja soweit noch Sinn, aber wir wollen es ja ein bisschen komplexer haben oder ein bisschen einfacher haben, wenn wir jetzt das Zeugnis schreiben. Ganz wichtig ist jetzt, wenn ihr das, was ich jetzt mache, macht, dann solltet ihr wirklich schon alle Floskeln für alle Fächer importiert haben und dann können wir diese ganzen Variablen hier ersetzen. Dazu kopiere ich mir die hier einfach mal, gehe auf Klasse 1 hier oben und gehe auf Suchen und Ersetzen. Und jetzt, ganz wichtig, hier oben nur Textbaustein Inhalt auswählen, nicht die Beschreibung ersetzen. Uns reicht jetzt hier der Textbaustein Inhalt. So, dazu lösche ich das mal raus und sage, wir wollen ersetzen mit dem hier, mit unserer Variable Vorname. Die kann ich jetzt auch einfügen, indem ich zum Beispiel sage hier Programmierung Variableninhalt ausgeben. Und da hätte ich es jetzt auch genauso markieren können. Wir suchen jetzt aber nach Dollar, Vorname und Dollar. Das heißt, er sucht jetzt in dem Textbaustein Inhalt, sucht er jetzt nach dieser Variablen und ersetzt die mit der Variablen, mit der halt Phrase Express umgehen kann. Hier muss ich jetzt noch klicken, Unterordner einbeziehen und kann dann nochmal sagen, alle ersetzen, würde ich sagen. So, und jetzt haben wir 130 Suchtreffer, bestätige ich mal mit Ja. Wobei ich jetzt die Vermutung habe, er hat das jetzt nur in Englisch ersetzt. Ja, da hat er es gut gemacht. Man sieht hier überall Vorname drin. Für Deutsch. Ne, er hat es wirklich. Also Deutsch und Englisch. Okay, ist alles gemacht. Tatsächlich sehr gut. Gut, dann haben wir das ersetzt. Jetzt haben wir aber das nächste Problem. Wir haben noch diese Geschichte mit er und sie. Also dazu muss ich halt wissen, ist das eine Schülerin oder ein Schüler. Und das frage ich jetzt im Formular einfach direkt ab. Das kann ich einfach machen, indem ich hier wieder auf Anwendereingabe gehe und auf Formulareingabe, glaube ich, reicht uns hier aus. Dann nenne ich das doch mal Geschlecht. Das ist keine einzahlige Eingabe, sondern eine Radio-Button-Gruppe. Die kriegt auch die Beschriftung Geschlecht. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, W auszuwählen für weiblich und M für männlich. Und Vorgabewert mache ich mal weiblich zum Beispiel. Mache ich okay. Was passiert jetzt? Wir gehen wieder zurück in unsere Word. Ich lösche das mal wieder weg. Drücke wieder unsere Tastenkombination für das Formular. Und jetzt bekomme ich ein Feld mehr. Ich kann jetzt auswählen, habe ich einen weiblichen oder einen männlichen Schüler. Das Ganze breche ich mal ab. Gehe wieder zurück. Und gehe nochmal hier drauf, denn ich habe was vergessen. Ich muss das in eine Variable wieder schreiben. Deshalb wieder hier unten Ausgabe weiterverarbeiten. Und wieder hier unten Variableninhalt definieren. Diesmal heißt die Variable Geschlecht. Da kann auch kann ich irgendwie benennen. Ne? Also ich nenne die jetzt einfach Geschlecht, dann weiß man, was gemeint ist. Die wird auch nicht direkt ausgegeben. Klicke ich auf OK und wieder OK. Aber was mache ich denn jetzt immer noch mit meinen R- und C-Feldern? Ich kann ja jetzt nicht einfach hier W oder M reinschreiben, sondern hier muss ja eine Entscheidung getroffen werden, steht jetzt hier R oder C. Dazu machen wir bei der Programmierung eine If-Wenn-Else-Abfrage. Das heißt, wir nennen das hier oben Geschlecht. Nee, das nennen wir nicht Geschlecht. Blödsinn. Das nennen wir er-sie. Und wir vergleichen jetzt mal den Text. Und zwar haben wir eine Programmierung, wieder Variable.
Geschlecht. Und wenn der Text von Geschlecht gleich W für weiblich ist, dann würde ich doch sagen, nehmen wir die weibliche Form, nämlich sie. Das schreibe ich bewusst jetzt klein. Andernfalls nehmen wir er. Und jetzt sage ich Ausgabe weiterverarbeiten, aber diesmal setzen wir keine Variable, sondern wir wählen hier aus, bei Satzanfang mit Großbuchstaben beginnen. Das heißt, wenn es dann der Fall eintritt wie hier, dass hier er und sie am Anfang steht, dann wird das eben groß geschrieben und wenn nicht, wird es klein geschrieben. Das bestätige ich mit OK. Jetzt würde ich doch sagen, ich kopiere mir das mal raus, weil das brauchen wir gleich für die Ersetzen-Funktion. Genau, einmal hier rein, dass ich es noch weiß, wie es geschrieben wird. Jetzt müssen wir wieder den gleichen Spaß machen. Wir ersetzen jetzt alle Vorkommen von diesem er und sie. So, und das müssen wir jetzt ersetzen mit, ja, nicht damit, sondern mit unserer Abfrage. Ich glaube, die speichert da natürlich jetzt nicht. Die hätte ich jetzt auch direkt hier machen können. If-when-else-Abfrage. Ja, machen wir die nochmal neu? Ne, die machen wir nicht nochmal neu. Die habe ich ja hier schon und die kann man hier recht schön rauskopieren. Ich gehe hier oben wieder drauf, sage wieder suchen, ersetzen. Das hat er sich zum Glück gemerkt. So, und das wird jetzt damit ersetzt. Unterordner werden wieder einbezogen und nur der Textbaustein Inhalt ist wichtig. Ich gehe auf alle ersetzen. Jetzt hat er nur 8 Stück gefunden. Oh, immerhin. Schauen wir mal, ob wir da überall was hatten. Sieht überschaubar aus mit dem RC. Hier ist es jetzt ersetzt auf jeden Fall und hier ist es auch ersetzt. So, aber wie baue ich mir jetzt mein Zeugnis zusammen? Da würde ich doch sagen, machen wir nochmal eine Anwendereingabe und zwar Formular Demo Textbaustein Auswahl. Und ich nenne das jetzt einfach mal Englisch 1. Beschriftung ist genauso Englisch 1. Und hier kann ich jetzt einen Ordner auswählen, was mir angezeigt wird als Auswahl. Mache ich auch nochmal OK und nochmal OK. So, jetzt ist es aber so, dass ich ja nicht nur einen Satz hier vielleicht schreiben will zu Englisch, sondern vielleicht 3 Sätze. Das heißt, wir machen das hier ein paar Mal hin, nennen das jetzt hier Englisch 2 und das heißt dann halt Englisch 3. Vielleicht habe ich aber auch Schüler, wo ich dann tatsächlich nur einen oder 2 Sätze schreibe, keine 3. Und für die mache ich einen kleinen Sonderfall, mache ich einen neuen Textbaustein. Und den nenne ich einfach mal leer und er bleibt entsprechend auch leer. So, also was haben wir jetzt hier gemacht? Das ist ja immer noch unser Formular, das wir hier zusammenbauen. Und das kann ich hier aufrufen. Das haben wir ja gelernt. Mit Windows Steuerung L habe ich ja ausgewählt vorhin. Und jetzt bekomme ich hier so eine Dropdown-Liste. Also ich nenne jetzt hier den Schüler mal irgendwie wieder mal UsefulWit. Der ist tatsächlich männlich. Und der hat in Englisch bestimmt keine 1, das könnt ihr auf meinem englischen Kanal sehen. Der hat eher so eine 3 wahrscheinlich. So, und jetzt ist auch klar geworden, warum wir hier die 1 davor haben. Und das kann man auch noch ein bisschen schöner benutzen, wenn ich nämlich jetzt auf der Tastatur einfach die 5 drücke. Dann passiert nichts, aber es sollte eigentlich zur 5 springen. Das ist ein toller Vorführeffekt. Also, okay, auf dem Numpad geht's, witzig. Jetzt geht's auch auf dem anderen. Ja. Also auf jeden Fall hier ausklappen und die Zahl drücken, also die 4 zum Beispiel, und dann springt er direkt dahin, wie ich den Schüler auch bewerten möchte. Kann ich mir hier sowas raussuchen, erstmal das hier, fängt er mit dem Vornamen an, dann wähle ich mal was mit er und sie aus und noch was Drittes sage ich leer, so viel muss der gar nicht stehen und okay. Und jetzt schreibt er mir den Satz dahin. Blöderweise, das leer ist jetzt hier nicht wirklich leer, gehe ich nochmal rein, lösche den Inhalt raus und damit ist es auch wirklich leer dann. Jetzt habe ich hier noch gesehen, er arbeitet interessiert mit. Ich glaube, das war unser Feld, das wir ja selber gepflegt haben und da fehlt jetzt das Leerzeichen. Bei den anderen Feldern sollte das sowieso da sein. Genau, wir probieren es nochmal, jetzt mit der Korrektur. Also Windows Steuerung L, UsefulWit heißt er wieder, kriegt männlich, hier wieder mit Vornamen, hier mit er und sie. Hier ein leer, nicht von der 1 jetzt ablenken lassen, aber hier passt jetzt, genau, also ich habe hier den Namen des Schülers und hier habe ich ein er stehen. Das gleiche kann ich jetzt mal für eine Schülerin probieren, die ist weiblich, die hat natürlich auf jeden Fall eine 1 in Englisch und da sollte ja jetzt ein sie stehen, ich bin gespannt, ob es klappt. Klappt, hier hat er sich jetzt für das sie entschieden. Tja, Mathilde mit einem T, wie auch immer, ja. So, damit haben wir ja für Englisch und Deutsch hier schon mal viel vorbereitet. Das entsprechend heißt das für mich jetzt. Ich mache das Gleiche jetzt auch nochmal
für Deutsch, das ist dann Deutsch 1. Wir wählen wieder unser Formular mit Windows, Steuerung und L. Und jetzt wird die Liste hier natürlich schon größer. Was natürlich gleich auffällt, ist, dass ich jetzt hier noch kein Leer definiert habe. Lassen wir uns mal davon jetzt nicht ablenken. Ich klicke mich mal hier so kunterbunt irgendwie durch. Einfach mal einfügen, hier kriegt sie mal eine 5. Der Max, der ist ja auch männlich. Und Feuer. Und was fällt uns jetzt auf? Wir haben jetzt hier noch Sein und Ihr. Ist kein großes Problem. Können wir jetzt wieder direkt in den Textbaustein-Editor gehen. Jetzt müssen wir das nur finden. Ah, man kann suchen. Ja, sehr gut. Okay. Also hier wieder reinklicken. Mache ich das jetzt hier? Nee, das mache ich jetzt mal direkt im Ersetzen-Feld. Das wäre ja auch eine Idee. Sein und Ihr. Okay, also habe mir das kopiert. Gehe hier wieder in den Überordner. Suchen und Ersetzen. Sein und Ihr, lösche das hier wieder raus und hier kann ich jetzt mit einem Rechtsklick Programmierung machen und Variablen, was wollte ich hier machen, Loop, If, Wenn, Else Abfrage, genau, das Ding heißt Sein, Ihr, das heißt hier wieder diese Variable ausgeben, ob männlich oder weiblich, also wenn weiblich, dann natürlich Ihr, ansonsten Sein. Wir verarbeiten die Ausgabe wieder weiter und wenn es am Satzanfang ist, eben mit Großbuchstaben beginnen. Okay. Haben wir jetzt hier alles definiert. Wir haben hier Unterordner gesagt und dann sage ich mal alle ersetzen. 4 Stück möchte er ersetzen. Okay, dann schauen wir doch mal. Und hier haben wir jetzt noch einen Sonderfall, nämlich seine und ihre. Gleiches Spielchen wieder. So, jetzt sollte ich einigermaßen durch sein mit den ganzen Variablen, denke ich mal. Jetzt würde ich noch, bei Englisch habe ich ja schon leer, bei Deutsch machen wir jetzt auch noch einen leeren Textbaustein rein. Der heißt auch einfach leer und hat hier keinen Inhalt. So, und jetzt kann ich eigentlich loslegen. Also jetzt habe ich die meiste Arbeit ja schon gemacht. Ich drücke hier meine Tastenkombination für das Formular. Ich werde wieder abgefragt, wie heißt der Schüler, die Schülerin? Nennen wir den mal Kevin. Geschlecht männlich, kann jetzt hier meine schönen Sätze auswählen, kann hier auch diese Abkürzung wählen, indem ich zum Beispiel die 6 drücke auf der Tastatur. Also manchmal macht das nicht, jetzt macht er die 2. Ach, 6 gibt es ja auch keine, richtig. Ja, 4 zum Beispiel, der kriegt jetzt hier ein paar Vierer. Und wobei ich die 4, die müssen wir mit Vorname anfangen. Kriegt der hier noch eine 1. Macht natürlich keinen Sinn, das wahrscheinlich so durcheinander zu geben. Ja, und dann kann man sich hier so ein bisschen durchwursteln. Man hat hier immer nicht die ganzen Sätze, das liegt ja daran, dass das nur die Beschreibung ist und nicht der tatsächliche Inhalt. Da muss man halt dann notfalls nochmal nachschlagen. Kevin kann alle durch Gestik und Mimik gestützten Anweisungen der Lehrkraft verstehen. Okay, da habe ich zweimal das gleiche ausgewählt. Ja, also so kann ich mich da eben durchhangeln. Wenn du jetzt sagst, mir fehlt hier noch ein Satz oder beim Schüler hätte ich noch gerne mehr geschrieben, ich würde empfehlen, diese Excel-Liste einfach auf dem zweiten Bildschirm zu haben oder wenn es gar nicht anders geht, die auszudrucken, dann habe ich ja hier diese Kürzel immer davor und die kann ich ja auch abschreiben. Können wir ja mal so nebeneinander legen so ein bisschen und dann kann ich eben diese Kürzel nehmen, zum Beispiel Hash E14.01 und dann wird der Satz ja auch ersetzt. Also so könnte ich mich da auch durchhangeln. Es gibt da mit diesem Phrase Express eben verschiedene Optionen, das zu tun. Und ja, das ist mit dem Formular ist zum Beispiel eine davon, das relativ schnell zu machen. Und ich musste jetzt bei dem Video gar nicht so viel schneiden und ich habe das jetzt innerhalb weniger Minuten aufgenommen. Das heißt, diese initiale Einrichtung mit der Excel-Datei, das ist relativ schnell gemacht. Lasst euch davon nicht abschrecken. So, es gibt immer wieder mal so ein paar Sachen, die einem dann auffallen. Mir fällt jetzt zum Beispiel hier auf, zu vertrauten Texten, da ist ein Leerzeichen drin. Ist ein Fehler in der Excel. Na, muss man hier zum Beispiel dann mal rauslöschen. Muss man dann wahrscheinlich jetzt auch noch
ja, im Phrase Express rauslöschen. Und das kann man jetzt einfach suchen. Zu Vertrauten. Und hier, auch hier habe ich dieses Leerzeichen und auch hier in der Beschreibung. So, einmal rauslöschen und fertig. Wichtig ist, wenn ihr euch diese ganze Arbeit macht, natürlich solltet ihr den Spaß auch entsprechend sichern. Da schaut bitte ins Handbuch bei Phrase Express, wo die Dateien gespeichert werden und wie ihr die sichern könnt. Sieht man hier, hier ist der Speicherort und der Dokumente und diese Datenbank muss halt regelmäßig gesichert werden, damit jetzt eure Arbeit hier nicht, ja, flöten geht. Und nochmal der Hinweis, ihr seid Lehrer, ihr benutzt das im professionellen Arbeitsumfeld, ihr müsst eine Lizenz kaufen, damit das vernünftig verwendet werden kann. Affiliate-Link findet ihr in der Videobeschreibung und gerade wenn euch dieses Video weitergeholfen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr den auch benutzt entsprechend.